Are you denying that you strangled Mrs. Tarleton with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Can you disprove what I say? Mit L.A. Noir schaffen Team Bondi und Rockstar Games ein Spiel, in dem es darum geht, ein guter Detective zu sein. Besonderes Augenmerk gilt dabei Ermittlungen und Verhören. We want some answers and we want them quick. Jeder Fall beginnt an einem Tatort. Spieler müssen mögliche Hinweise finden und untersuchen und stoßen dabei auf neue Ansatzpunkte. Regulator Valve. Good find. Auch eine Leiche kann Spuren liefern, die auf den Tathergang schließen lassen. Polar Bear Ice Company. Ein einziger Fund kann den Ausgang eines Falls maßgeblich beeinflussen. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Während der Ermittlungen werden Zeugen und Verdächtige befragt. Mrs. Patterson. Is this about my husband? Geschicktes Fragen ist von entscheidender Bedeutung, um die Fälle im Spiel zu lösen. Let's see where this takes us. Spieler müssen auf die gegebenen Antworten achten und Reaktionen von Zeugen deuten. Well, the last time I didn't kill my wife. Mit anderen Aussagen oder gesammelten Beweisen vergleichen und so herausfinden, ob jemand die Wahrheit sagt oder etwas zu verbergen hat. It's time to tell me what really happened. Man kann Zeugen glauben. I know it's painful, Michelle, but this may be important. Misstrauen. So you just keep this food hut set up going for kicks? Do you think we're stupid, Fleetwood? Oder sie der Lüge bezichtigen. Your name is on the inside door of their water heater. You got me there. Fälschlich beschuldigte Verdächtige können die Aussage verweigern und wichtige Informationen so unentdeckt bleiben. How about we cut this little talk short before I lose my temper? Richtiges Vorgehen kann neue Ansatzpunkte liefern, mit denen ein Fall möglicherweise schneller gelöst werden kann. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. Das Geschick des Spielers bei Verhören und Ermittlungen bestimmt, wie sich seine Karriere entwickelt. Getting promoted. Und ob man mit Intuitionspunkten belohnt wird, die etwa die Beweisfindung erleichtern oder eine falsche Option ausschließen. You should come clean if you're having an affair. Je nachdem, wie du dich entscheidest, put the weapon down now. Kann jeder Fall ganz unterschiedlich verlaufen. You either get yourself squared away or hand in your goddamn badge. Um ein guter Detective zu sein, muss man wissen, wann es hilft, gut zuzureden. You look like the kind of guy who notices details. Mit Gefängnis zu drohen. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. Oder zuzuschlagen. Stand down. Das Ergebnis ist eine Geschichte, die Spieler in alle Aspekte der Arbeit eines Detectives einbezieht und sie lange an die Welt von L.A. Noir fesselt.